Landhandel Schlager, Tobias Schlager. Guten Tag, Wiesenberger. Hallo, Herr Wiesenberger. Herr Schlager, ich habe mich gleich auf den Weg gemacht, ich habe gezählt. Ich kann Ihnen nicht die ganze Menge anbieten, schlichtweg, weil ich sie nicht habe. Ich habe 120 Stück für Sie. 120? Vielleicht sind es auch 125, aber 120 kann ich auf alle Fälle anbieten. Trocken gelagert, schön belüftet. Das ist Streu vom Feinsten. Und ist hier vom Out, ist nicht eingekauftes, ne? Trocken gelagert? Wie lange haben sie die denn schon liegen? Ich glaube 2 Monate. Ja, okay. 120 Ballen, sagten sie? 120 können sie sofort bei mir haben. Sofort? Und das heißt, sie könnten noch mehr kurzfristig besorgen, pressen, wie auch immer? Nein. Also, wir können, ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, für was Ihr Kunde jetzt 160, glaube ich, waren das, ne? Ja. Warum? Also, 160 wird man ja nicht gleich brauchen, oder? Also, man kann natürlich sagen. Ja, doch relativ zeitnah, das ist ein relativ großer Betrieb, ja. Okay, also wie gesagt, ist hier 120 sofort. Ich kann die 40 in Evidenz halten, aber es wird wirklich dauern, bis wir die haben, weil wir sind erst dabei, den Hafer jetzt anzusehen, wo wir dann das Stroh rausholen. Das dauert sicher noch, ich sag mal, eine gewisse Zeit. Sie wissen ja selber, wie lange das dauert. Das ist jetzt nicht in ein paar Minuten erledigt, das dauert wirklich länger. So ehrlich muss man sein. Müsste ich aber nochmal mit meinem Kunden sprechen, ob der Preis bestehen bleiben kann von den 1000, wenn sie keine 160 sofort liefern können. Ja, fragen Sie mal nach. Sehen wir ja, ne? Also, ich bin jetzt nicht unter Druck. Bei mir stehen die gut. Ja. Nee, okay, dann, ich werde mal gucken, was er sagt und werde mich dann wieder bei ihm melden. Super, danke, Herr Schlager. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ah, das wird eine Preisdrückerkolonne, das sehe ich schon. Das wird eine Preisdrückergeschichte werden. Naja, gut. Das mit dem Abladen hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Dann würde ich jetzt nochmal ganz, ganz fix den Rest holen. So viele Bahnen müssen da ja nie mehr liegen. Und dann könnte man auch überlegen, ob man das andere Feld da unten auch noch anseht. Und wenn nämlich der Klausi noch ein bisschen länger braucht mit der Bodenbearbeitung, könnte man überlegen, ob ich mir diese blaue Sämaschine wieder hinten an den Glas dran klemme. Und da mal ein bisschen Hafer in den Boden streue, ist das falsche Wort, glaube ich. Aha. Wehe, kommt mit eurer Ballenpresse hier so nah, ne? Ja, seht man mal, ne? Was ist denn das? Ein Xerion? Er hat zu kämpfen, habe ich das Gefühl. Richtig zu kämpfen hier im Hügel, ne? Eieiei. Naja. Also ich brauche es hier nicht, ne? Klugscheißen, weil ich kann das Ding auch kaum und kaum hier runterbremsen. Wäre natürlich zum Überlegen, ob man diese Ballen, die hier, ob man diese Schwaden, die hier liegen, auch in Strohballen presst. Es bringt mir aber rein gar nichts, wenn ich jetzt die schnelle Kohle verdienen kann und dann aber für die Pferde nichts mehr habe, ne? Da sehen wir die Pferde, das hätte ich sehr, sehr, sehr viel lieber. Weil das lohnt sich nicht für mich. Wenn ich da dann kein Ding mehr für die... Nee, das kann ich nicht machen. Da ist mir lieber, wenn der Deal nicht zustande kommt, ich lasse die Ballen liegen. Man, unter uns Gebetsschwestern, die Ballen waren kostenlos, ne? Die haben wir vom Ron kostenlos bekommen. Und wenn ich da jetzt... Ist egal, was ich da jetzt einnehme. Das wird immer, immer, immer Plus sein. Wenn es 1000 sind, wenn wir den Deal mit 1000 Euro machen, würde ich auch dem Ron einen kleinen Teil davon abgeben. Weil das kommt ja von ihm. Das ist ja jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Auch wenn er mir die geschenkt hat, aber so einer bin ich nicht. Also wenn da wirklich die 1000 Euro zustande kommen, dann bekommt er auch was davon ab. Eieiei, was machen die denn mit dieser Ballenpresse? Das sieht ja kriminell aus. Aber der Ladewagen, ne? Das ist wirklich ein Traum, das muss ich so sagen. Was war das? Ein Cargos, ne? Glaube ich, so heißen die bei dieser Glasfirma. Haben wir hier
hier noch eine lange Bahn und dann ja, geht's dem Feierabend entgegen. Das sieht sehr gut aus. Also, muss wirklich sagen, wenn wir dieses Gerät hier nicht gehabt hätten, dann wären wir richtig aufgeschmissen. Aber das hat sich jetzt richtig, richtig gut ergeben, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Die fahren auch relativ großzügig mit ihrem Schwader rum, ne? Aufs andere Feld, es ist egal. Wir sind alle eine Familie. Was pressen die denn da? Die können doch nicht einfach nur Grasballen pressen, oder? Oh. Alter, hupt er mich einfach an. Kurz ein bisschen erschrocken, ne? Wenn du ein Leihgerät hast, noch ein bisschen mehr. Wenn es ein eigenes Fahrzeug ist, naja, so eine kleine Delle, ne? Kann schon mal sein. Aber ein Leihgerät? Uiuiui. Ganz schwieriges Thema. Ich glaube, ich kann den Wagen und die Maschine gleich mal waschen, wenn ich hier fertig bin, weil wenn der dann wirklich entweder zu Ron geht oder nochmal zurück zu seinem Besitzer geht, oder beziehungsweise zu der Firma, wo er herkommt, dann will ich, dass der sauber ist, ne? Wenn ich dann das wieder anfangen muss zu waschen und so weiter, das ist immer übel. Und wenn der Dreck jetzt noch ein bisschen frisch dran ist, wenn er nicht ausgehärtet ist, dann lässt sich das ein bisschen leichter reinigen, als wie du lässt ihn 3 Tage stehen und bekommst es dann gar nicht mehr runter. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt sehr viel schneller funktioniert, als wie wir ursprünglich gedacht oder geplant hatten. Jetzt wäre natürlich gut zu wissen, ob was der Klaus jetzt ausgemacht hat oder ob er schon was vereinbart hatte. Weil sonst nehmen wir den Kollegen jetzt nochmal her zum Ansehen. Ich meine, ich könnte auch den Großen vom Zuckerrübenfabrik holen, das würde auch gehen. Weil mit unserem Fan, den wir oben haben, ne, schaffe ich die Sämaschine nicht, das weiß ich genau. Das funktioniert nicht. So, und dann fahre ich mal hier rüber. Wo ist er denn gerade, der Klausi? Ah, ich rufe ihn mal an. Ah, es klingelt. Ja, Klaus hier. Ja, Grüße, der Werner. Ich habe jetzt auch das Telefon genommen. Okay. Was hast du denn? Hast du schon was vereinbart wegen dem Traktor? Ich habe mit beim Kollegen telefoniert und auch mit Ron schon. Und? Wir haben ihn heute hier noch und er holt sich morgen hier ab. Das heißt, ich könnte den jetzt noch zum Sehen verwenden? Du könntest hier hinter mir gleich weitersehen, ja? Weil ich bin jetzt fertig mit dem Stroh. Das könnten wir machen, ja? Weil dann haben wir doch optimal genutzt, weil ich glaube nicht, dass unser kleiner Fan dafür reicht. Der Fan definitiv nicht, wenn dann der Deutz, aber ich bin ja noch ein bisschen am. Ja, deswegen. Nee, dann machen wir es so, dann würde ich den Ladewagen kurz waschen, weil wenn der Dreck frisch ist, geht er leichter weg. Ja? Und dann würde ich mir die Sämaschine hinterklemmen und dann würde ich da mal, ne? Alles anfangen. Klar. Du hast den Hafer schon eingestellt, ne? Ist alles eingestellt, ja. Ja, perfekt. Super. Gut, bis später. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, alles raus aus dem Ladewagen. Ah, das ging gut, ne? Das muss ich sagen. So, dann werden wir den gleich waschen. Vielleicht haben wir sogar noch einen Platz in der Halle frei, weil das sieht wirklich besser aus, wenn das Ding einfach in der Halle drin steht, ne? Da wir so viel freie Fläche hier haben. Oder Flächen. Können wir ruhig mal was Großes in die Halle reinstellen. Die Halle ist ja so gut wie nicht benutzt bei uns. So, ich würde sagen, das reicht. Ach, schon ein gewaltiges Gerät, das muss man echt so sagen. Gut, dann nehmen wir die. Ah, hier steht was drin, hier steht auch was drin. Komm, hier haben wir Platz. Hier muss er Platz haben. Das könnte eine Schramme geben jetzt, ne? Aber wenn ich wage, der nicht gewinnt. Oh, oh, Werner. Ui, 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 ui. Also wie er es gelernt hätte, ne? Aber sowas von genau passt hier rein. Es ist ja Wahnsinn. Perfekt. Perfekt. So, dann schauen wir da mal rein, wie es da aussieht. Mal ankuppeln, das Ding. Okay. Dann schauen wir mal. Einmal hier rum, einmal darum.
Boah, ich komme mir richtig schäbig vor ab und zu, ne? Also, der Traktor gehört nicht mir, die Sämaschine gehört nicht mir, der Ladewagen gehört nicht mir, aber irgendwie ist alles in Gebrauch, muss ich gestehen. Was wir natürlich auch mal gucken müssen, ist, ob unser Gras nachgewachsen ist, ob wir da vielleicht mal mit dem Düngerstreuer drüber müssen. Weil, mir ist schon wichtig, dass wir eine gute Grasqualität auch haben und vor allem eine gute Menge an Gras, ne? Wir machen ja fast alles zu... Gut, da könnte man auch mal gucken, ne? Wenn wir den nächsten Schnitt machen, dass wir da vielleicht mal gucken, dass wir irgendwie Silageballen machen und die vielleicht veräußern. Also wir brauchen keine Silageballen, ne? Aber vielleicht die BGA oder vielleicht alles an die BGA von Ron verkaufen, das wäre auch mal eine Idee, ne? Oh, was ist jetzt los? Eieiei, ist sie kaputt? Kommt nichts mehr raus. Ich höre auch irgendwie so ein Tischen. Werner! Hallo! Dein Saatgut leer? Es zischt irgendwie, es kommt nichts mehr raus. Ja, das ist leer. Oh nein. Doch. Oh. Musst du zum Landhandel fahren und neues holen? Oh, hab mir gerade noch gefehlt. Ja, ich brauche eh ein bisschen Vorsprung hier. Ja. Da hast du doppelte Breite wie ich. Ja, ja, deswegen, ne? Deswegen ist das Ding auch leer jetzt. Ach Mann. Also wenn du jetzt einmal zum Landhandel fährst, mach gar nichts, dann habe ich ein bisschen Vorsprung. Okay. Reicht eine Palette? Ich würde sagen, der soll es einfach voll machen und wir können sie ja dann später rauslassen am Hof lagern. Ja, mit der Palette. Wenn eine Palette nur wäre, hätte ich mit dem Pickup schnell fahren können. Pickup, eine Palette? Weiß auch nicht so. Weißt du nicht? Ja, der schafft 1000 Kilo, schafft er. Das ist dann. Das musst du wissen. Ah, ist normal, dass er vorne ein bisschen, ne? Das kann aber sein, dass der Landhandel nur Big Packs hat. Ah, schwierig. Big Pack bringst du wahrscheinlich nicht drauf. Ja, okay, ich fahre. Ich fahr. Es ist deine Entscheidung. Ja, ich fahr. Also die risikoreichere ist mit dem Pickup und die sichere ist mit dem... Naja, wenn ich sehe, dass wir hier zwei Felder noch haben, dann wird eine Palette auch nicht reichen, ne? Das Ding muss wirklich voll werden. Wie gesagt, ich würde den Tank nochmal voll machen und zur Not lassen wir den Rest am Hof raus ja, und lagern es am Hof. Klingt gut, machen wir so. Jo, bis später. Tschüsschen.